Etwas Schwung im Schlafzimmer gefällig? Wie wäre es zum Beispiel mit Spanking? Dahinter verbirgt sich eine Sexpraktik aus dem Bereich SM. Viele kennen diese Art von Sex sicherlich auch aus 50 Shades of Grey. Die Vermischung von Schmerz und Erregung kann euer Sexleben sehr bereichern. Dennoch ist es für viele sicherlich anfangs ungewohnt, sich gegenseitig körperlich weh zu tun. Verständlich. Anfänger sollten es deshalb langsam angehen, um zu sehen, was gefällt und wo die Grenzen sind. Wichtig, beide sollten sich einig sein, wie weit sie gehen möchten. Am besten nicht direkt zu Peitsche und Fogger greifen, sondern soft starten, zum Beispiel indem ihr erstmal eure Hände für Spanking nutzt. Wichtig, wenn du deinem Gegenüber einen Klaps gibst, schließ dabei die Finger und schlag in einer Aufwärtsbewegung. Das ist weniger schmerzhaft. Massiere und streichele danach die Stelle, die du getroffen hast. Der Wechsel von hart zu soft macht Spanking erst so spannend für beide. Wer daran Freude hat, darf sich dann ein bisschen Spielzeug dazu holen. Seit sich Spanking größerer Beliebtheit erfreut, gibt es zum Beispiel jede Menge softere Peitschen, die keinen großen Schaden anrichten. Wer Freude daran hat, kann eine leichte Gummipeitsche kaufen. Sie sieht wild aus, ist aber eher weich. Reitgärten machen beim Schlagen viel Lärm, was auch hot sein kann. Was auch immer ihr austestet, die Grundvoraussetzung ist immer, dass sich niemand zu etwas gedrängt fühlt und beide ihren Spaß haben.